Welcome to a new episode of the Pablo Held Investigates podcast, where I talk to my musical heroes and peers about their creative process. Today's episode is a conversation between me and my old friend, Jason Zeitzer, who is a great saxophone player and record producer and artistic director behind the label Pirouette Records. Jason and me go way back. He was the one who recorded my first album, produced it, and put it out on his label, Pirouette. And he has believed in me when, you know, I was basically just coming out of school. And our relationship evolved from a producer-musician relationship into a deep friendship. We've played in each other's projects. He's played on my albums, I've played on his. After a while of, you know, him producing my albums, he asked me to join his bands, which were a tremendous learning experience for me and a great joy to play with those musicians and Jason and get to know him more. You know, to be frank, at first I was a bit scared of Jason because he seemed so serious and, you know, it took a little while for me to notice that there was just on the surface and behind that, you know, we quickly began to goof off and have deep discussions about music and life, and we became great friends. I really love his sound on the saxophone, and I admire his ability to become one with the music and serve the music by playing what is needed and leave out all the rest that is not needed. That takes courage and also, you know, experience, which he has, of course, on the band set, but also through listening to a lot of music by producing all these great albums by John Abercrombie, Mark Copeland, and many more. And yeah, that whole family that grew out of this label called Pirouette Records, there's deep bonds between all of these artists still. And I'm very, very thankful for everything that I've learned through and with Jason Zeitzer. This conversation is basically a hangout between us where we discuss certain projects that we were in together and his view on the music and a few learning experiences of his. And I hope you enjoy this episode. If you like this podcast, please consider subscribing to this channel and leave a comment. I always read them and I try to reply to them. And it's nice to see what you guys think about these episodes. You can join me on patreon.com/pabloheld for exclusive content like educational videos, early access to the episodes, music recommendations, lead sheets, and much more. I would like to thank all my patrons for their support. Their support helps me to develop this podcast further and to continue it into the future. Thank you all for listening and for watching. By the way, if you're listening to this as an audio podcast, please head over to YouTube where we've added English subtitles so that everybody can understand this conversation, because Jason and me naturally talk in German because we are German. So you might want to check that out on YouTube. All right. I hope you enjoy. Take care. Kannst du das beschreiben, dieses musikalische Umfeld, wo du dich dann besonders wohlfühlst? Was das für dich ist oder was du da brauchst? Platz für Sound, also für wahrscheinlich Platz. Mhm. Wahrscheinlich auch ein Gefühl, das sich bei mir einstellt, oder eine Situation, die sich bei mir dann einstellt, sodass ich selber auch Platz lasse, weil ich neige auch zum Nudeln, sage ich jetzt mal, wenn ich mich nicht wohlfühle. Mhm. Ja, einfach so Platz zu haben und so irgendwie so ein Ineinandergreifen von Rhythmus und Harmonik und dass alles so im Flow ist. Ja. Vielleicht auch einfach so das Gefühl zu haben, es ist okay, bei einer Sache mal zu bleiben, zum Beispiel auch. Mhm. Dass einfach eine bestimmte Mut da ist, oder dass man eine Komposition hat, die bleibt einfach in einer, für eine Weile, die ist ganz klar vorgegeben und bleibt in einer, nicht unbedingt Stimmung, aber in einem Grund, ja, in einer Grundstruktur oder in einem Grundgefühl, und die sich aufeinander einlassen, sich aufeinander einlassen,
Sich auf sich selbst einlassen auch, oder? Sich auf sich selbst einlassen natürlich. Also so Vertrauen, Selbstvertrauen. Das ist okay, da wo ich bin. So. Mhm. Ist auch so ein Akzeptieren. So bin ich. Oder ja. Der bin ich. Genau. Das bin ich jetzt gerade. Ich muss jetzt nichts anderes sein. So. Genau. Und das ist wahrscheinlich das, was man hört oder was dann auch ja, genau. Wie arbeitest du dran, dass du dieses Gefühl bei so viel Musik oder Stimmungen wie möglich entlocken kannst? Ja, weil ich meine, wenn man sowas hat, sage ich jetzt mal, das ist blöd gesagt, so eine Nische oder so eine Comfortzone. Ja. Ne? Und das ist jetzt aber eine Art von Comfortzone, die nicht dazu führt, dass man immer das Gleiche spielt oder, ne, sondern eigentlich, dass man sich beflügelt fühlt. Aber dann ist ja die Gefahr, vielleicht dann immer dorthin gehen zu wollen. Genau. Das ist, genau, richtig. Aber das nervt mich ja dann auch. Also das ich will nicht sagen, das langt mir nicht, sondern, aber das nervt mich. Also es gibt ja so die, wie gesagt, da gibt es ja dann auch wieder die nee, das will ich nicht. Ich würde mich natürlich eigentlich in jeder musikalischen Situation so gut fühlen, wie in der Situation, in der ich mich sowieso fühle. Mhm. Es gibt ja irgendwo, wo habe ich das gelesen, oder war das in einem Podcast irgendwie, wo so Miles ging, der einfach wahnsinnig gern Balladen gespielt hat. Und dann hat jemand gesagt, es spielt einfach so total Balladen und gern super geil Balladen. Und gesagt, okay, das war's, spiel keine Balladen mehr. Mhm. Und ich glaube, dass das auch, also zumindest für mich, ich habe mich da nie mit auseinandergesetzt oder überlegt, ich mache jetzt nur das, was, glaube ich, wahnsinnig langweilig, dann wäre es nur ein Stück auf der Platte. ich würde mich natürlich gerne in jeder Situation wohlfühlen und ich denke, dass es für mich einfach wahnsinnig viel mit Instrumentaltechnik zu tun hat. Mhm. Erklär mal. Naja, wenn man es jetzt abstrahiert und wenn du alles dein Instrument beherrschst, dann kannst du im Prinzip alles spielen. Weil wenn du beherrschst es ja nicht nur rein technisch, sondern du musst ja auch beim Saxophon oder bei wahrscheinlich zum Schwierigsten, bei Posaune, du musst es ja alles hören. Also beim Saxophon ist es eigentlich genauso. Es nutzt nichts, wenn du nur die Klappen drückst. Du musst hören, was du spielst. Und einfach von der, sagen wir mal, von der Idee ist natürlich jetzt sehr stark vereinfacht, aber wenn du das Instrument total beherrschst, sprich auch alles hörst, was du darauf spielst, dann kannst du ja im Prinzip alles spielen. Mhm. Also, aber es gibt, es gibt ja noch die Ebene von nicht nur instrumental, sondern auch quasi Verständnis oder musikalischen Horizont, Wissen über Tradition oder Harmonielehre oder was auch immer. Ja gut, das steht ja nicht im Widerspruch, aber sagen wir mal, für mich jetzt Instrument üben oder sowas, das andere ist, glaube ich, einfach hören. Also ich habe ja studiert, das ist schon richtig, aber ich habe eigentlich da nicht viel, ich sage immer, ich habe da nicht viel gelernt, das stimmt wahrscheinlich auch wiederum nicht, aber ich glaube, ich war ein Ticken zu alt und war auch, also in Retrospektive ist alles gut, aber wenn ich so ein bisschen betrachte, dann war ich, habe dann mit 25 erst angefangen zu studieren und ich war auch ein bisschen so, ich hatte eigentlich nie Bock auf Schule, ich war in der Schule schon irgendwie ein totaler
Quertreiber und wenn es keine Musik gegeben hätte im Abitur, hätte ich nie Abitur geschafft. Mhm. Und ich habe da, glaube ich, auch so ein bisschen den Laden aufgemischt und habe immer so mein eigenes Ding gemacht da auch und bin ja auch dahin und habe irgendwie gesagt, wie ich 5 Jahre studieren, keine Lust, ich mache es in 4 Jahren und, und wollte gleich von 1 nach 3 zwischen Prüfungen und dann habe ich erstmal 1 auf den Deckel gekriegt und dann und so weiter und so fort. Also ich habe da natürlich Dinge gelernt, aber so, wo ich herkam, so wie es bei mir losging, das war sowieso über Hören. Und es gab ja damals auch, aber ja, im Vergleich zu heute ist es wirklich wie Steinzeit. Vor 20, 25 Jahren gab es halt, das Internet, YouTube gab nichts und es gab halt, es gab dieses Ding, wie hieß es? Es gab das Wheelbook und es gab dieses Omnibook von Charlie Parker. So als Dings und dann gab es halt noch irgendwelche, die man aus Amerika importieren konnte, irgendwelche Solo-Transcriptions, was eh nicht gebracht hat und so. Also das andere war einfach nur überhören. Also so die Tradition, also wenn jetzt jemand, wie soll ich das lernen, dann würde ich sagen, hören. Mhm. Leg die Platte auf und spiel dazu. Mhm. Geilste Rhythmusgruppe, die du haben kannst. Mhm. Ich habe auch, dann später kam dann Abersold und dann diese Abersold-Platten. Ich hatte dann auch welche, ich konnte da nie mitspielen. Mhm. Ich fand das grauenhaft. Mhm. Nicht, dass ich sage, ich finde das scheiße, dass jetzt ein Typ das macht und das so verkommerzialisiert, sondern ich habe da dazu gespielt und konnte überhaupt keinen Ticken damit was anfangen. Es ging gar nicht. Ja. Null. Ich hatte auch mal meine Schwierigkeiten damit. Obwohl ich es auch eine Zeit lang gemacht habe vor dem Studium. Ja. Obwohl, nee, also eigentlich war es immer schon auch mit Platten mitspielen, weil ich habe es genauso gesehen wie du, also eine bessere Band kannst du dann gar nicht haben, als jetzt dann... Genau, das, dann spielt der Saxonist und dann spielt der Pianist Solo und dann spiele halt ich da drüber oder dazu. Ja, oder du kannst auch spielen, wenn der Saxophon Solo macht, weil da du dann die ganze Zeit, du bist genau an demselben Punkt wie der oder die spielt in dem Moment ist. Und das, dann kannst du sogar noch merken so, okay, da ist ja jetzt gerade das kann ich vielleicht nachmachen oder was auch immer. Genau, und so war das, also so war das bei mir. Hm. Aber ich meine, Ferdinand Povel hat dir doch schon auch ziemlich geholfen, oder? Immer wenn Ferdinand du über ihn Povel? Sprichst, dann höre ich doch auch einen sehr großen Respekt und auch höre ich auch raus, dass du dich gerne an diese Zeit erinnerst oder auf jeden dass du auch erzählst Kassette, die er da gemacht hat mit was ist nochmal auf der Kassette drauf? Das Problem ist, ich finde die Kassette nicht mehr, aber er wird froh sein, weil er hat mir damals verboten, dass ich das irgendwie jemandem zeige. Auf der Kassette war drauf, ich hatte einen Sony Professional Walkman. Professional, wow. Sony Walkman Professional, genau, also mit dem er aufnehmen konnte. Ja. Und das war eine meiner ersten Stunden und ich war wahnsinnig genug, ihn zu fragen, hey, können wir mal just one of those things machen? Okay, alles klar. Und dann haben wir es gemacht. Und der Ferdinand hat immer Klavier gespielt. Mhm. Und es war eigentlich egal, welches Stück ich mitgebracht habe. Man konnte dann immer gut dieses Stück mit ihm machen und spielen. Und hat dann auch gezeigt, was irgendwie ist. Es war alles super und so. Und da haben wir dann auch dieses Stück gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir so ein Playback-Tape machen kann, weil eben nicht Ebersold, sondern eher so, wie er eben Klavier spielt, weil in der Stunde hat das alles so halt super funktioniert. Zu Hause ging es nicht mehr. Zu Hause ging es nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Und dann hat er sich hingesetzt und hat gespielt und es waren bestimmt 10 Chorusse oder sowas. Mhm. Und er hat immer mit Taktel gespielt. Und mit immer was? Taktel, Metronom. Das ist ja das erste Mal, dass ich dieses Wort höre. Oder ist das holländisch? Taktel. Nein, das kann nicht sein. Ich kenne das nicht. Hattet ihr früher kein Taktel zu Hause auf dem Flügel? Bei uns hieß das Metronom. Okay, aber wenn du, also dieses Plastikteil, dieses klassische. Ja, ja. Genau, da steht vorne drauf, unten schräg Taktel. Ich habe nie drauf geguckt, wahrscheinlich. Das ist jetzt auch das Outing, warum ich übe sehr wenig mit Metronom. Nie richtig drauf geguckt. Okay, ja. Taktel, alles klar. Genau, also auf jeden Fall hat er ein Metronom.
Und das Metronom lief bei ihm immer auf, interessanterweise auf 1 und 3, vor allem bei ja. schnelleren Tempi. Mhm. Und dann hat er da bestimmt 10 Chorusse eingespielt. Und zu der Zeit hat er, war gerade so bei ihm so ein Punkt, da hat er hat irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre nur Tenor gespielt und dann hat er wieder angefangen, Alt zu spielen, hatte im Unterricht auch sein Altsaxophon dabei. Und dann habe ich gesagt, hey Ferdinand, ah, super, vielen Dank, aber kannst du vielleicht mir da irgendwie so ein paar Chorusse drüber spielen, so dass ich so ein bisschen Material noch habe, dass ich ein bisschen sowas raussuchen kann. Und dann hat gesagt, ja, okay, alles klar. Und hat so sein Alt genommen, da vorne so eine Socke reingestopft, damit es nicht zu laut ist. Und sich dann so das Bein so übergeschlagen und hat dann halt so angefangen zu spielen, hat die Kassette wieder eingelegt und sozusagen über diese Klavierbegleitung ja. draufgespielt. Und es war so wahnsinnig geil. Und was verrückt war, war, dass er sich erinnert hat, was er eingespielt hatte als Klavierbegleitung 10 Minuten vorher. Ah, okay. So, dass er darauf reagiert hat oder darauf hinspielen. Er hat sich begleitet und darüber gespielt. Also er wusste ganz genau, jetzt habe ich das und das gemacht. Und dann kam er da angeflogen und hat dann zwar so eine Mischung aus Parker und Konitz. Und hat dann da irgendwie das Zeug abgeliefert und hat dann aber auch immer so aufgehört, oh, das war falsch, ah, tut mir leid. Ah ja. Weil er einen verminderten Akkord bei Tempo 357 irgendwie gerade nicht ganz erwischt hat. Sorry und nee und so. Also natürlich auch ein herzensguter Mensch und super, 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 super Typ. Ja. Und wahnsinns Musiker. Was hast du mit dem Tape gemacht? Also du hast ja dann Sachen davon rausgehört? Oder? In ganz vielen Küchenabenden habe ich das Leuten vorgespielt. Und ich weiß nicht, wo es ist. Ich wollte es immer mal digitalisieren. Und ich habe das war immer so ein Blindfold-Ding. Gesagt, wer ist es? Und ja, das war Wahnsinn. Ferdinand. Super, super, super. Ja. Aber wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Habe ich mich auch gerade gefragt. Ist ja nicht schlimm. Also jetzt sind wir hier. Ist auch gut. Ja. Aber ich frage mich, was du technisch damit gemacht hast. Also nicht nur, dass du es Leuten in der Küche vorgespielt hast. Das ist auch eine schöne Vorstellung. Ich meine allerdings, was hast du damit gemacht? Also du bist dann mit dieser Kassette nach Hause gegangen. Was war denn der nächste Schritt? Hast nur angehört. Nur angehört. Gar nicht. Okay. Mhm. Also so ein bisschen halt irgendwie versucht, irgendwas zu, also das mit dem, mit so Transkriptionen machen, das war eigentlich schon vorher. Das habe ich in der Zeit vor Hilversum gemacht. Sachen rausgeschrieben, so die, keine Ahnung, von Dexter, Sonny, also seitenweise des Zeugs rausgeschrieben, das war schon zu meiner Münchner Zeit. Aber jetzt speziell mit dem Tape habe ich jetzt nicht groß was gemacht. Es war dann auch alt, ne? Auch doof wieder irgendwie. Ne? wir sind drauf gekommen, wie ich das, was ich, nee, deine Frage war, glaube ich, was ich technisch mache. Oder wir kamen genau. Von der Sache, wo ich gesagt habe, wenn man das Instrument komplett beherrscht, dann hast du gefragt, aber was ist mit Tradition, also genau, wir kamen übers Hören. Genau. Ja, dass das für mich eigentlich tatsächlich übers Hören ist, dass man natürlich da jetzt genauer hinhören kann und Dinge analysieren, ist das eine, aber ich glaube, durch das Hören an sich passiert schon wahnsinnig viel. Also, dass man Dinge aufnimmt, ohne sie analysieren zu müssen. Natürlich kann man sich noch tiefergehend damit beschäftigen und tun, aber so ein grundsätzliches Gefühl für die Musik, nehme ich an, würde sich erstmal schon übers reine Hören bis zu einem gewissen Punkt einfach sehr weit entwickeln. Absolut, ja. Und dann eben genau, so sie immer drauf kommen, eben genau dann mit den Platten mitspielen und da Sachen aussuchen und so war das, so ging es bei mir los. Du hast aber auch bei Joe Lovano
Stunde genommen, Stunden genommen oder wie war das? Ja, 2 Nachmittage. Zwei Nachmittage. Was sind deine Erinnerungen daran? Das hat mich eigentlich 10 Jahre lang beschäftigt, muss ich sagen. Wann war das? Das war dann am Ende vom Studium 94, so im sogenannten 5. Jahr hatte man nur noch Instrumentalunterricht, weil alle Scheine schon gemacht waren. Führerschein. Führerschein, Pädagogik, Führerschein, Heiligenschein, okay, ja. Heiligenschein, alles gemacht. Und da bin ich dann 4 oder 5 Monate bin ich nach New York gegangen. Wollte ich irgendwie, genau. Und da habe ich dann in Brooklyn gelebt und bin einfach dort gewesen. Man wollte irgendwie nach New York und gucken und Clubs und aushängen und was weiß ich. Der Henning war auch in New York gewesen schon, glaube ich, Anfang der 90er und der Falk ist dahin und einfach Freunde. Und dann bin ich dahin und war da 4 Monate oder 5, weiß nicht mehr genau, und habe dann da Unterricht genommen bei Lovano. Der war da damals gerade so am Durchstarten, war noch nicht so, war schon irgendwie bekannt, aber war noch nicht irgendwie so total abgeflogen und hat noch tatsächlich ein bisschen privat unterrichtet. Und dann habe ich, glaube ich, einfach auch angerufen. Ich glaube, die Nummer hatte ich vom Johannes Enders. Und habe ich den angerufen, der hat an der 23. Straße gewohnt, mit seiner Frau, der Judy, in seinem Loft. Und da habe ich dann ja, 2 Nachmittage Unterricht genommen, damals auch mitgeschnitten mit einem DAT, Walkman Professional damals. Und ja, das war tierisch. Das war super. Also erstmal natürlich sowieso, Joe Lovano und so. Von dem hatte ich eh alle Platten. Anfang der 90er Jahre, ich fand das irgendwie Wahnsinn, weil der so, ja, sagen wir mal, ich war ja totaler Coltrane, Brecker, Ding, Phase, und dann kam so die Marsalis-Zeit, so Jazz im Anzug wieder und so. Und dann kam irgendwie so Lovano, also so, war irgendwie so eine ganz neue, andere Sache, wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, da ist irgendwie so alles drin bei dem. Und ich fand auch den Sound einfach wahnsinnig tierisch, weil das nicht so schreiend scharf war, sondern eher so ehrlich, Warm. einfach total geil. Genau, und dann habe ich bei dem Unterricht genommen und wie war das? Ja, das war super, der hat dann erstmal. Also er hat Schlagzeug gespielt Klar. und hat dann als erstes gesagt, okay, let's play Mysterioso. Und hat er mir das hingelegt in A. Warum? Ja, Einfach nur mal so. einfach in A, okay. Und dann war ich mich total verunsichert. Und, Originals in B-Flat, right? Yeah, but I play it in A. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4. Keine Ahnung mehr, was überhaupt los ist. Und dann schön 6. Thema und so und dann nervös ohne Ende und völlig lost. Und ach, Scheiße, wie geht's überhaupt und so. Und dann sehen, okay, alles klar, gut, dann okay, Horn genommen, gespielt. Ohne irgendwas. Einfach total beeindruckend, weil vorher war halt eben so einfach dieses nackte, nur Saxophon spielen, genau wissen, wo man ist, Harmonien ausspielen, dann so ein Stück aufzunehmen, okay, jetzt geht es hier um Sechsten, okay, wie schaut es eigentlich aus mit den Sechsten? Ah, Terzen ist ja ganz nett, aber jetzt machen wir mal Sechsten und mach dann mal was. So, und dann in A und okay, shit, das sind da ganz schöne Lücken und so, ne? Geht in einem alles im Kopf rum und dann wieder, was haben wir da angespielt, glaube ich, Bye Bye Blackbird. Also er hat auch, glaube ich, angesagt, dass gespielt wird. Und dann auch wieder Schlagzeug und das war einfach eins zu ein einziges, auch so ein Film, der da so vorbeifährt,
an Eindrücken und Informationen und dann gleichzeitig irgendwie, ja, wenn der da vor dir steht und spielt halt mal einen Chorus über irgendwas, dann denkst du, okay, alles klar, eigentlich. Was soll ich denn jetzt noch machen? Eigentlich ist es besser, ich höre auf. Kann ich das Saxophon gleich hier lassen? Kann ich das, brauchst du zufällig noch ein gutes Mark 6? Aber das war, und da ist auch so ein sehr, als Typ einfach sehr. Ist eine Erscheinung. Ist eine Erscheinung und er ist auch sehr, ich würde sagen, das ist so, der einfach ist sehr von sich überzeugt auch. Mhm. Und ja, ist schon, genau, ist eine Erscheinung und nimmt auch viel Platz ein und braucht viel Platz und war jetzt aber überhaupt zu keiner Sekunde irgendwie streng oder arschig oder irgendwas. Es war irgendwie war cool und dann hat mir aber auch dann irgendwie Sachen gezeigt, wie zum Beispiel, das fand ich absolut super, es ging dann mal so um Phrasierung und Artikulation. Und er hat dann so von, was weiß ich, Sonny erzählt und hat von Monk gesprochen und vom Unterschied zwischen Klavier und Saxophon. Wo ist der? Wo liegt der? Ein wichtiger Unterschied liegt einfach, dass also wenn du dein Pedal jetzt nicht betätigst, es einfach so ist, dass du den Ton drückst, die Saite wird angeschlagen mit dem Hammer und wenn du loslässt, dann wird die Saite abgedämpft. Beim Saxophon musst du nicht das anstoßen, indem du Tee machst und wenn du aufhörst zu atmen, hört der Ton auf. Mhm. Aber du kannst den Ton natürlich abstoppen, indem du die Zunge wieder aufs Blatt legst. Mhm. Und dann kannst du drüber nachdenken, wann lege ich eigentlich die Zunge aufs Blatt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 1, 2, 3, 4 und bei der 4 lege ich die Zunge aufs Blatt, diese 4, dieses Beenden der Note ist eigentlich wie eine Attack. Mhm. Obwohl da ein Loch ist, ja. von der Time her. Mhm. Dass wenn du die nicht einfach zisch Luft weg, sondern wirklich die beendest mit, dass das dann die 4 ist und das bringt dich dann wieder, wenn du das bewusst machst, bringt dich dann wieder in die nächste Phrase rein, wo du gerade bist oder was passiert da damit und so. Und das hat mich irgendwie total, geflasht. Und so habe ich zu ihm gesagt, hey, so irgendwie so, ja, you know, that's really interesting, you know, in all those years and, you know, study and teachers and, you know, nobody ever told me that. Und dann stand er so da und hat gesagt, you know why? Und ich sagte, oh, why? Because they don't know shit. So irgendwie. Mhm. Also so, einfach so ein ganz anderer komplett anderer Input, was Saxophonspielen angeht und was ist Sound, also wenn so auch so, wenn man bei uns sagt, hey, hast einen guten Sound, meinen die Leute meistens eigentlich den Ton, ja, die Farbe. Und mir ist irgendwie klar geworden, dass es bei den Amis ums ganze Ding geht. Mhm. Ganzheitlich. Ums Ganzheitliche. Mhm. Natürlich den Ton, aber die Artikulation, das Timefeel, alles. Also gut Sound. Also beim Saxophon, das ist das auch damit gemeint ist auf jeden Fall. Oder das beinhaltet. Und ja, also abgesehen davon, dass er sowieso mein totaler Hero war und auch irgendwo immer noch total super ist. Ich würde sagen, das hat mich echt 10 Jahre beschäftigt. Der Matthew hat mir das auch mal gesagt. Mm, Matthew Halpern. Ja, dass es sehr schwierig ist für ihn auch irgendwie da wegzukommen. Mm-hmm. Als wir mal so Saxophone Talk gesprochen haben, das ist einfach schon
Wahnsinnsfigur, so irgendwie dann so was Eigenes dann noch zu finden. Aber ich meine, das ist wahrscheinlich für jeden gleichzeitig. Aber es war sehr beeindruckend. Mhm. Absolut super. Und auch gleichzeitig bei aller Klarheit oder wow, was ist das für ein Typ und so, auch trotzdem total netter, super Typ. Bin dann auch noch ein paar Mal in den Jahren danach, wenn er irgendwie in Europa war oder unterwegs war, nicht zum Konzert bin, ihm vorher eine Mail geschrieben und hat sich dann auch noch erinnert und dann mich auf die Gästeliste gesetzt und kurz Backstage geredet und cool. Irgendwie voll nett, ja. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass du, egal in welchem Bereich, persönliche Freunde, und das überlappt sich ja auch, Bandmitglieder, Leute, mit denen du zusammenarbeitest, scheinst du ein bestimmtes Bedürfnis für eine Art von Miteinander zu haben? Also du fühlst dich bestimmter Art von Leuten hingezogen, wie jeder natürlich. Aber irgendwie zieht sich das für mich wie so einen roten Faden durch deine Projekte und dein Leben, die Leute, dein Umfeld. Wenn wir das jetzt mal auf die Musik runterbrechen, was meinst du, was du erwartest oder was du brauchst von deinen Mitmusikern? Also ich würde es mal sagen, Musik geht nur miteinander. Für mich. Mehr fällt mir eigentlich dazu gar nicht ein. Also ich mag, also ich, ja. Oder ich, das ist jetzt auch keine Anleitung oder Anforderung, sondern für mich persönlich erschließt sich Musik nur, wenn ich das Gefühl habe, dass, auch wenn ich jetzt unabhängig von meinem eigenen Spielen mit Leuten, wenn ich auch Sachen höre, dass das nur miteinander geht und Sachen, wo ich dann für mich das Gefühl habe, da wird nicht miteinander musiziert, mache ich ziemlich schnell aus. Mhm. Auch wenn das jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, perfekt gespielt ist oder unfassbar virtuos oder ich brauche irgendwie so diesen Kit, diesen Kleber, der Bereitschaft, miteinander Musik zu machen oder miteinander einfach auch nur zu sein. Und ich glaube, das ist, was worum es geht in der Musik, beziehungsweise ohne das geht es nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, der wichtigste Bestandteil von Musik machen überhaupt. Ich meine, das ist ja auch völlig unabhängig von Jazz, egal welche Musik das ist. Das gibt es ja auch bei klassischen Orchestern, wenn ein Dirigent es schafft, die irgendwie zusammen atmen zu lassen und die plötzlich kommt ein anderer Dirigent und da funktioniert es gar nicht. Dann das ist dieser Kleber, der da entsteht. Und es ist natürlich schön, wenn das auch im sonstigen Miteinander oder im Mitleutensein so funktioniert. Und in der Musik muss es eben so sein, damit Musik passieren kann, glaube ich. Mhm. Also für mein, so wie ich Musik spüre oder was ich spüre, wenn ich Sachen höre, wo ich das Gefühl habe, ah, das berührt mich jetzt. Und wenn es nicht auseinander berührt es mich nicht mehr. Ja, aber zum Beispiel dieser Aspekt von dass ich bei dir das Gefühl habe, und das teile ich eigentlich auch mit dir, dass der Küchenhängen eigentlich genauso wichtig ist wie der Gig oder die Probe oder, weißt du?
Ja. Woher das kommt, meinst du? Ja, oder was du darüber denkst. Ich denke, dass es auch, ja, also ich denke, dass das wichtig ist, weil es eben, es geht um das Miteinander, es geht nicht nur um das Miteinander Musik machen, sondern auch das Miteinander sein. Und ich glaube, dass das eine Auswirkung darauf hat, wie man abends zusammenspielt. Oder auch am nächsten Tag oder am nächsten Morgen oder wo man auch immer ist. Das hört nicht. Und es ist wahrscheinlich auch mein musikalisches Aufwachsen für mich, sagen wir mal, so wie ich angefangen habe, auch mit den Bands früher, mit denen ich immer zusammen war, ja, war dieses Hängen und auch nach dem Gig hängen, das war ja die totale Normalität. Das ist ja heute ganz oft, ohne das bewerten zu wollen, gibt es ganz oft Bands, die kommen zum Gig und dann ist der Gig fertig und dann packt der Saxophonist ein und trinkt halt noch irgendwie kurzen Schluck, trinkt seinen Drink aus und sagt, okay, tschüss. Was total prima ist, was man sicherlich auch mal braucht, wenn man auf Tour ist, dass man sich mal ausklingt oder so. Ja. Aber das gibt's. Ich bemerke, dass es gibt seit einiger Zeit und am Anfang hat mich das total irritiert. Ist da schlechte Laune oder haben die sich gestritten oder so? Das muss aber gar nicht sein. Und ich bin eben so aufgewachsen mit, dass man einfach viel Zeit zusammen verbringt. Und ja, dass es im Prinzip anfängt in dem Moment, wo man zusammen ist. Und weil man macht da, es sind ja Menschen, die da Musik machen. Mir ist es irgendwie wichtig, wo kommt es her? Wahrscheinlich ursprünglich von meinem Elternhaus vielleicht auch. So zu Hause. Und ich weiß auch noch, wenn jetzt zum Beispiel wir früher mit irgendwelchen Bands auf Tour waren und wir waren in der Nähe von Stuttgart, von meinen Eltern, dann war es vollkommen klar, dass wir da, wenn möglich, bei meinen Eltern übernachtet haben und dann meine Mutter da tierisch Frühstück aufgefahren hat und dann gab es noch Mittagessen übrigens und so ein Tisch und Wahnsinn und dann abends Konzert und so. Ich sage das ja immer wieder, dass ich meine, ich kenne keine oder es gibt kaum andere Projekte, in denen ich bin, wo es irgendwie klar ist, dass man nicht unbedingt am Gig-Tag anreist, sondern am Tag davor, um schon mal so ein bisschen reinzukommen. So gar nicht unbedingt. Es kann sich vielleicht dann auch rausstellen, dass man vielleicht noch mal was probt, aber das ist nicht unbedingt das, worum es geht. Sondern da ist der Gig am 12. schon klar, dass wir uns irgendwie am 11. irgendwie treffen. Ja, also ich finde es wichtig. Es gibt aber, glaube ich, Leute, die das nicht so gut abhaben können. Denen das zu viel ist, die da einfach ein bisschen anders ticken. Deshalb muss man halt auch die richtigen finden oder man wird gefunden oder irgendwie. Ja. Irgendwie so. Ne? Aber ich finde es wichtig. Ich glaube da irgendwie dran. Für mich ist es wichtig. Ja. Beschreib doch mal aus deiner Sicht die Entwicklung von deinem Quartett, in dem ich bin ich sehr froh, dass ich da drin spielen kann. Aber wir spielen ja jetzt auch schon eine Weile zusammen und ich finde, es entwickelt sich stetig weiter. Weiß nicht, wann haben wir angefangen? 14, glaube ich. 14? Also mit dem die Unterfahrtwoche. 14, die Unterfahrtwoche. 2010 war, glaube ich, dieses geniale Video, das du gestern rumgeschickt hast. Mit Menzel und Dre Palemals. Ja, Menzel. Nick Theiss. Das war die erste Unterfahrtwoche, das erste Mal, wo du mich, glaube ich, für einen Gig gefragt hast. Aber hast du mich auch schon vorher. Nee, wir haben auch mal mit dem Trio und dir in der Bar Vogler gespielt. Aber Das war ein Session-Opener. Ein Jam irgendwie sowas. Das geht nicht, okay. Dann gehen wir in die Unterfahrtwoche 2014 und seitdem hat sich ja
Das ist jetzt zwei Platten später und wir haben viel gespielt. Und besonders dann, als irgendwann Pirouette gezwungen wurde, zu pausieren auf unbestimmte Zeit, ist auch noch mal mehr passiert in diesem Quartett. Und mich würde einfach so deine Sicht der Dinge mal interessieren, dass du das mal so ein bisschen skizzierst, wie sich das für dich entwickelt hat, was da passiert ist, was für dich wichtige Einsichten waren oder Momente. Sicherlich, also es gab vielleicht so einen bestimmten Punkt, als dann der Matthias dann sozusagen ausgestiegen ist, weil er nach New York ist, also dass er aufgehört hat und der Jonas da reinkam. Das hat die Musik verändert, was ich auch super fand und auch so wollte. Also ich wollte jetzt nicht im Sinne, dass ich jetzt wollte, dass die Musik sich wahnsinnig verändert, aber ich wollte jetzt nicht irgendwie war jetzt nicht unbedingt auf der Suche nach jemandem, der so spielt wie der Matthias. Mhm. Dass man jetzt versucht, den Matthias als Spieler zu ersetzen. Als Mensch geht das sowieso nicht. Als Spieler auch nicht. Als Spieler auch nicht. Aber der weiß, was ich meine, der halt so spielt wie er ist, und ich wollte jetzt auch jemand, der vielleicht einen anderen Sound auch hat. So, sagen wir dann, mit diesem etwas kürzeren Sound, nicht so lang Sustain. Und ich glaube, ich würde auch sagen, dass ich profitiert habe, oder was heißt ich profitiert, aber die Band sich auch entwickelt und verändert hat, teilweise, also sicherlich dadurch, dass wir näher gespielt haben, dass wir uns die Freiheit genommen haben, so könnte ich es zumindest sagen, Sachen auszuprobieren, Sachen nicht mehr zu spielen, neue Sachen dazuzunehmen, dann mal wieder was nicht zu spielen, dann mal zu nehmen, es in der anderen Tonart zu probieren, ob es funktioniert, also so diese Offenheit generell einfach zu machen. Die generelle Bereitschaft ist irgendwie von euch drei ist irgendwie so mitzumachen, anzunehmen mit den relativ wenigen Vorgaben, die ich auch mache, einfach weil ich manchmal gar nicht weiß, was ich sagen soll, sich darauf einzulassen und natürlich gleichzeitig, das finde ich eigentlich sehr besonders, dass auch wenn wir länger nicht spielen, es sich nicht so anfühlt, also wenn längere Pausen sind, dann zwischen auch Tourblöcken oder keine Ahnung, oder man spielt mal wie jetzt coronamäßig gezwungenermaßen fast ein Dreivierteljahr nicht, dass es sich immer gut anfühlt. Also es fühlt sich nicht so an wie, oh Mann, haben wir lange nicht gespielt, jetzt müssen wir erst mal wieder 3 Tage proben, dass wir wieder reinkommen. Mhm. So, ne? Dass das überhaupt nicht da ist, das finde ich total geil, und ich finde auch immer so, eigentlich fühlt sich eigentlich fast so an, als hätten wir die ganze Zeit zusammen gespielt. Mhm. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass auch jeder so seine eigenen Sachen verfolgt und sich jeder auch so, finde ich, entwickelt. Ich finde zum Beispiel, dass Fabian irgendwie sich sehr entwickelt hat, seitdem ich jetzt den 2013 oder gar 11, damals war dieses Stipendium von dir, oder? 11? Ich weiß nicht, wann ich das bekommen habe. Vielleicht auch 2014 oder 14? Keine Ahnung. Ich glaube, dass es 2011 war. Ja. Ich denke mal, so, aber egal, sagen wir mal, lass es 8 Jahre sein, 9 Jahre oder 10, ist ja wurscht. Der ja damals auch wahnsinnig jung war, also wirklich jung war. Wie alt war der? 23. 3. Drei. Und ja, Anfang 20. Dass er auch einfach so seine eigenen Sachen macht und sich mit auch, jeder ist irgendwie, ich habe das Gefühl, jeder ist offen auch für andere Dinge und beschäftigt sich damit und ist musikalisch offen für andere Dinge, für sich selbst auch. Mhm. Und macht seine eigenen Sachen. Und dass das die Band und auch mich
total inspiriert und die Band befruchtet, dass da neue Sachen passieren, weil einfach der Umgang miteinander und der Umgang mit der Musik wird einfach offener. Mhm. Wir sind aber auch so die ganze Zeit irgendwie in Kontakt oder bleiben in Kontakt. Ne? Es gibt ja auch Bands, wo man sich ewig lang nicht spricht und dann ewig lang nicht spielt und vielleicht deshalb dann auch manchmal länger braucht, um vielleicht in Anführungsstrichen wieder reinzukommen. Ja. Wo wir irgendwie, habe ich das Gefühl, vielleicht ist es uns auch ein Anliegen, dass wir so ein bisschen versuchen, auf Sendung zu bleiben beieinander. Also dass man sich ab und zu anruft und fragt, wie geht's dir? Ne? Ich meine, wir sind natürlich auch befreundet. Aber dass man so bleibt man irgendwie am Ball, was bei jedem so passiert. Und vielleicht ist das deshalb auch so dieses Gefühl, als würden wir die ganze Zeit spielen. Ja, und das greift ja ineinander in das, genau. Dass Musik miteinander geht und nur miteinander geht und der Gig fängt schon einen Tag vorher an. Mhm. Ja. Du hast mir letzte Woche erzählt, dass du jetzt gerade so wieder viel am Üben bist und gehst ins Studio zum Üben mit der Kanne. Wo bist du denn gerade dran? Was machst du denn gerade? Also im Moment bin ich so ein bisschen am... Also seit einiger Zeit habe ich viele so Monk-Tunes mal ein bisschen gecheckt. Mhm. Und dann auch so... so die generell so die Betrachtung von Chords aus verschiedenen Seiten. Und wie kann man, also so tatsächlich theoretisch, wie kann man das betrachten oder was hängt irgendwie zusammen? Das versuche ich so ein bisschen für mich zu erarbeiten. Und, am Klavier dann oder wie machst du das? Nee, am Saxophon. Und wie? Naja, also einfach, ich finde einfach, man hat irgendwie. Sag mal ein Beispiel an der Hand von einem Monk-Stück jetzt. Ask Me Now, mhm. Aber einfach wirklich manchmal muss man sich denken, was hast du im Studium gemacht? Das ist einfach ein A halb vermindert von der Septim runter, aber über ein F7. Ist ja dann in der Melodie da drin. Ah, okay, aber du bist jetzt in einer anderen Tonart, oder? Oder du sagst es in B? Ich sag's in B, genau, Entschuldigung. Also. G halb vermindert. Genau. S7, G halb vermindert. Von der Septim, von der 9, das S, ja. E halb vermindert, G halb vermindert, nach unten, ne? Ja. So. Solche Sachen gehen wir manchmal auf. Ah, okay, also den S7 siehst du und dann merkst du aber, dass die Informationen, die du gerade spielst, die vom Thema kommt, die eigentlich alle Töne von G halb vermindert sind. Nämlich Septime, G5, kleine Terz und 1. Genau, richtig. Und so also sieht man es von zwei verschiedenen Punkten. Genau, so das mal anders zu betrachten. Und so ist ja die Melodie schon. Also, und dann irgendwie damit anfangen zu arbeiten und das dann irgendwie, keine Ahnung, durch das Stück einfach mal in allen Tonarten zu üben. Mhm. Oder allein nur mal die Melodie zu spielen. Eigentlich totaler Anfang, also ich zurück zu den Basics. Mhm. Und dann bin ich gerade mit Ton beschäftigt. Ich habe so einen, über den Christian Weidner, so einen Typen entdeckt, der heißt irgendwie Thomas Lange oder sowas. Der hat so eine Website und so ein Programm entwickelt, das heißt Resonanzlehre. Das ist ursprünglich ein Geiger, hat so ein bisschen was mit Alexander-Technik zu tun. Und da geht es auch im Prinzip auch um Technik und Erzeugung von Ton, einfach, dass man erstmal so viel wie möglich Resonanz, egal was die Tonvorstellung ist,
die man später mal selber haben will, dass es erstmal darum geht, einen Ton so resonanzreich wie möglich zu produzieren und auch zu jeder Bewegung auch eine Haltungsgeschichte oder Muskel oder dass man nicht von Technik denkt oder bei Technik auch nicht, ist ja ganz oft so, dass es so vermittelt wird, dass es um einzelne Finger geht und er spricht nicht von Technik, sondern er spricht von Organik, also von ganzen Bewegungen. Ne? Auch das Einheitliche. Genau, das Einheitliche. Und das finde ich gerade irgendwie spannend. Mhm. Und da ändert sich irgendwie ganz viel auch mit Sachen, die ich dann anfange zu höre und bin plötzlich, spiele dann irgendwas, bin plötzlich in einer anderen, so für mich, so einer anderen Welt und merke plötzlich, ups, aha, das ist ja das Stück, crazy, mhm. Das ist ja genau so. Das Gleiche oder was auch immer. Mhm. Genau. So, also einerseits so ein bisschen theoretisch mich da annähern und das gleichzeitig dann auch üben und neue Stücke lernen. Und dann aber das eben auch von so einer tatsächlich rein klanglichen Welt versuchen zu erfassen am Saxophon. Und plötzlich Sachen zu hören, plötzlich Sachen zu merken, hey, das geht ja oder so. Oder das ging ja nie. Hey, plötzlich geht es. Mhm. Und das ist irgendwie total interessant. Ich würde eigentlich sehr gerne mal zu dem Typen hingehen. Der lebt noch. Ja, der lebt. Der Christian hat seit September bei dem Unterricht. Ah, geil. Dem kann man hingehen. Wo lebt der? Der ist in Berlin. Mhm. Der war irgendwie Geiger. Er ist, glaube ich, ja, ich glaube so Anfang 60 oder Mitte 60 jetzt und hatte eben, war klassischer Geiger und hatte wahnsinnig Probleme gekriegt mit Zehenscheidenentzündung und hat dann versucht, da irgendwie umzustellen und hatte dann plötzlich einen Tag, wo er plötzlich 4 Stunden üben konnte. Mhm. Hat es am nächsten Tag wieder versucht, dann ging es nicht mehr. Und hat dann im Selbstversuch versucht rauszufinden, was mache ich eigentlich. Bei Alexander Technik, da kam er auch daher durch Selbstversuche irgendwie dieses Ding entwickelt. Und es muss irgendwie so ähnlich sein wie Alexander Technik, aber irgendwie eine Fortsetzung so für Instrumente. Und ich habe auch mal, was war das, vor gar nicht allzu langer Zeit, von irgendeinem Porträt über einen klassischen Pianisten gelesen. Auch so diese Problematik eben mit Händen und was weiß ich. Und da muss es so eine Klavierpädagogin gegeben haben, wo ganz viele Typen hingegangen sind, die anders unterrichtet hat, eben gesagt hat, nimm die ganze Hand mit. Es geht nicht nur um die einzelnen Finger, sondern die ganze, hat man dann irgendwie so einen Ausschnitt gesehen, habe ich das auf YouTube gesehen, ich weiß nicht mehr, war auch sehr beeindruckend, so eine alte Grand Dame, wo alle hin sind, so wie bei Saxophon gab es auch so diesen Sigurd Rascher und den Joe Allard, wo es um Bildung geht. Gut, also damit bin ich irgendwie gerade beschäftigt und vor allem das in dieser für mich wirklich befreienden Umgebung da im Studio üben zu können. Mhm. Gar nicht sagen, wie befreit ich bin aus dieser Übekabine, aus dieser mir selbst auferlegten 1,60 Meter mal 2 Meter mal 2 Meter Nicht-Klang-Kubus rauszukommen. Genau, ja. Man lernt auf einmal mal wieder so, dass wie es ist, so einen Raum zu füllen. Ja. Für einen Raum zu spielen. Also das macht doch was mit dir und mit deinem Sound. Es macht auf jeden Fall was mit mir, ja. Mhm. Ja. Also ich genieße es. Ich fahre jeden Tag 2 Stunden raus und bin da. Hattest du diese Art von Überroutine schon mal in der Form, wo du so wirklich sagst, jeden Tag 2 Stunden gehe ich dorthin und spiele? Naja, es war ja eben so ein bisschen das Ding. Also ich habe bei mir war das, ich hatte immer so Phasen generell, so wo ich wahnsinnig viel geübt habe und dann auch so Phasen, wo ich nicht so viel geübt habe. Mhm. Es gibt ja auch eine Zeit, glaube ich, von 2000 bis 2002 einschließlich oder so um Anfang der 2000er Jahre, wo ich ja überhaupt nicht gespielt habe. Mhm. Kein Ton. Mhm. War das da, wo du das Booking für die Unterfahrt gemacht hast, oder? Es war so um die Zeit rum, glaube ich. Mhm. Ja. Und kam das daher, dass du nicht gespielt hast, oder warum? Das kann ich gar nicht mehr so richtig sagen. Das war, glaube ich, auch so ein
vielleicht auch so eine generelle Lebensgeschichte, immer so wieder gesagt, ich hänge das Saxophon an den Nagel und es bringt eh nichts. Wahrscheinlich auch so ein seelischer, mentaler Zustand irgendwie. Das ist damit. Ja dann relativ hier in der Nähe. Das ist wahrscheinlich relativ, relativ hier in der Nähe. Was haben die Jungs mit dir gemacht? Nee, das hat ja nichts damit zu tun. Ja, ja, schon klar. Mit Lebensumständen oder so. Das gab's. Aber das war dann auch nicht so, es war jetzt nicht, ich will nie wieder spielen, sondern es war irgendwie nicht angesagt und dann habe ich nicht gespielt. Und dann hatte ich schon irgendwie immer so auch dieses Erlebnis und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich einfach schon sehr früh angefangen habe und wahrscheinlich in meiner Jugend einfach sehr viel geübt habe, dass mir das nie wirklich schwer gefallen, wieder einzusteigen. Mhm. Also relativ schnell dann einfach auch sagen, okay, jetzt wieder spielen. Natürlich ist es was anderes, wenn man in Shape ist, aber es war jetzt nicht so ein Vorkommnis, dass man irgendwie von null wieder anfangen. Mhm. Ja. Aber jetzt im Moment ist schon irgendwie so einfach so für mich nochmal so ein, wo ich das so ein bisschen so auch so meinen Frieden gefunden habe, dass es manchmal so eine Stimme gibt, hey, jetzt bist du 56 und jetzt fängst du erst an, diesen Scheiß da irgendwie richtig zu checken. Aber es ist halt einfach Teil eines musikalischen Lebensweges, der so verlaufen ist, wie er verlaufen ist. Alles, den auch nur du so gehen kannst. Den niemand auch anders so gehen konnte. Oder genau, kann ich alles steuern. Also ich habe sowieso oft das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich gar nichts selber steuere. Du bist immer so in viele Sachen so reingerutscht. Für mein Gefühl. Ja. Für mein Gefühl bin ich so reingerutscht, wobei das war ein Gefühl. Das war natürlich nicht wirklich so. Also zum Beispiel der Unterfahrt damals, den Gig, den wollte ich haben, den habe ich ja auch zuerst nicht gekriegt. Damals, als ich mich da beworben habe. Und ich gesagt, nee. Dann war ich total frustriert und dann habe ich mir gedacht, hey, so geht es jetzt auch nicht. Und dann habe ich damals Michael Stückel oder wer das war, geschrieben, hey, jetzt will ich aber wissen, was ist der Grund. Und dann gab es keinen Grund. Außer einen, den sie mir nicht hätten sagen wollen. Von daher, ja, so dieses Gefühl haben, ich habe das nicht entschieden. Und das ist natürlich Quatsch, man hat sich für alles entschieden, auch wenn man das Gefühl hat, man ist nur so reingerutscht. Ja, das war bei Pirouette mit dem Ralf dann irgendwie auch das ähnlich, weil ich dann so irgendwie so auch wenn ich meinem langjährigen Freund Walter gesagt habe, hey du, also ich weiß gar nicht, wie ich da dazu komme, dass du irgendwie jetzt da irgendwie da irgendwas mach. Und der Walter hat dann zu mir gesagt, nee, Jason, der Ralf Bürkling, der weiß ganz genau, was er will. Der weiß ganz genau, warum er auf dich zugegangen ist. Und ich so, ja, check das gar nicht. Mhm. So. Ja, dieses Reinrutschen kann man vielleicht auch anders beschreiben. So, das ist das, was ich vorhin mit den Mitmenschen und Mitmusikern meinte, dass du eben auch bestimmte Leute anziehst. Und dann tut sich das natürlich gegenseitig irgendwie befruchten oder bedingen, aber trotzdem ziehst du bestimmte Leute an, die fühlen sich zu dir hingezogen und dann entsteht daraus etwas. Mhm. Und du fühlst dich natürlich auch zu bestimmten Leuten hingezogen. Ja. Ja, man kann eigentlich nur gespannt sein, was als nächstes da passieren wird. Danke, Jason. Jo. Danke dir. Das war schön. Schön, mit dir zu quatschen. Danke dir vielmals.